gigantischen und wunderschönen Start ins neue Jahr ging es zurück aufs Festland zu unserem Van Soli. Unsere Tage waren geprägt von Kochen und Arbeiten im Van, Abenteuern zu den verschiedensten Stränden und wunderschöne Sonnenauf- und Untergänge. Wir haben uns verliebt in Portugal, das Leben und in uns. Nachdem wir den gesamten Januar die Westküste und die Algarve erkundet haben, sind wir spontan auf eine Fähre gehüpft und weit, weit in den Süden gefahren. Auf eine Insel im Atlantik. Unfassbar vielseitig, facettenreich und irgendwie auch wild. Teneriffa ging auch unsere Winter-Van-Europareise zu Ende. Insgesamt waren wir in 10 verschiedenen Ländern und jedes einzelne war auf seine eigene Art und Weise wunderschön. Doch was dann diesen Sommer geschah, hat uns einfach absolut umgehauen und ins Staunen versetzt. Norwegen ist einfach ein Land, das man gesehen haben muss, um wirklich glauben zu können, dass es real ist. Jede Ecke in diesem Land ist einfach unglaublich und vor allem noch so roh, so wild und natürlich. Es ist ein Ort, wo der natürliche Kreislauf des Lebens irgendwie noch aktiv ist. Wir haben in diesem Jahr unglaublich viel erlebt. Ganz viele Abenteuer, neue Erfahrungen gesammelt, Länder erkundet und dabei ganz viel Spaß gehabt. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Dieses Jahr war auch emotional und energetisch eins der herausforderndsten Jahre. Es gab Tränen, Verzweiflung, Ängste, Zweifel und auch mal Hoffnungslosigkeit. In jedem Land und in jedem Abschnitt auf unserer Reise hatten wir Momente der puren Glückseligkeit und auch Momente, wo wir einfach mal nicht weiter wussten. Es war alles mit dabei und ich glaube, das ist auch gut so. Vielleicht geht es gar nicht darum, dass das Leben sich immer gut anfühlt, wir Spaß haben, voller Glück sind und alles super leicht ist. Vielleicht geht es viel mehr darum, die Schönheit auch in all den unbequemen Momenten zu erkennen, Frieden damit zu schließen, dass wir auch mal zweifeln oder ängstlich sind,
das Leben mit all seinen Hochs und Tiefs lieben und annehmen lernen. Das war unser Jahr 2022. Ein unperfekt perfektes Jahr.